Hey Leute und willkommen zum zweiten Rennen der VRC in der F2. Wir wählen jetzt erstmal unser Setup aus und dann geht es auch schon los mit der Qualifikationsrunde. So, da sind wir nun auf unserer schnellen Qualifikationsrunde. Wir bremsen hier und fahren auf Start und Ziel zu. Jetzt kommt hier die Schneckenkurve. Wir bremsen und müssen hier das Gas dosieren. Wir bremsen. Da haben wir ein bisschen zu spät gebremst, aber nun gut, sei es drum. Wir können ja hier noch einiges rausholen. Bremsen hier auch wieder ein bisschen zu spät. Und fahren jetzt auf die schnelle Linkskurve zu. Oh, hier driften wir. Fahren auf den Curb, auf dem Gras und verlieren unser Auto. Schlagen in die Wand ein. Und somit ist unser Qualifying beendet. Wir werden als Letzter in das Rennen gehen. Na, das kann ja lustig werden. Mal gucken, wie weit wir es schaffen werden. Hier sehen wir nochmal das Endergebnis der Qualifikation. Unser Teamkollege David Desire ist auf Platz 7 und wir starten natürlich vom letzten Platz. Da sehen wir es. So, wie wir sehen, ist Regen angesagt am Start. Wir fahren jetzt erstmal hier die Einführungsrunde. Aber die überspringen wir, denn wir springen sofort zum Rennen. So, die fünf roten Lichter gehen an und wieder aus. Und somit ist der große Preis von China eröffnet hier in der F2. Wir berühren hier Black Nitro. Unser Teamkollege hat einen sehr schlechten Start. Luca ist außerhalb der Rennstrecke. Und Adler auch. Kleine Berührung. Mal gucken, können wir uns hier durchschlängeln? Jawohl, jetzt sind wir hier auf den 13. Platz. Mal gucken, ob wir uns vorne halten können. Bremsen hier ein bisschen früher als die Ideallinie. Und da flogen Teile. Das waren definitiv Frontflügelteile. Danke. Jetzt fahren wir hier in die Linkskurve, wo wir in der Quali unser Wagen verloren haben. Und wir verlieren ihn hier auch, aber nicht an der Wand, sondern wir kommen aufs Gras. Aber wir haben nicht viel Zeit verloren, zum Glück. Wir fahren hier links zur Kurve zu. Da verlieren wir das Auto hier. Und probiert es wirklich mal aus, Leute. Mit einem Trocken-Setup auf nasser Fahrbahn. Das ist nichts für schwache Nerven. Wir müssen jetzt hier das Gas dosieren. Das haben wir nicht gut hinbekommen. Runde 2. Da kommen ein paar schnelle Runden ins Bild geflogen. FLX ist in der Box und Black Nitro kommt da weit raus und somit sind wir auf dem 10. Platz vorgefahren schon. Runde 4. Unser Teamkollege bremst spät. Wir kommen nah ran, aber er hat eine bessere Beschleunigung. Runde 4 auf Start und Ziel. Olymp ist in der Box und somit sind wir 9. Runde 6, da steht Flo abseits der Rennstrecke und somit sind wir auf dem 8. Platz. Runde 7, unser Teamkollege verbremst sich in der Schneckenkurve und somit haben wir ihn überholt. Mal gucken, ob wir uns hier jetzt so vorne halten können. Olymp mit der schnellsten Runde. Und bis jetzt sind wir vorne. Sehr schön. So, jetzt auf die schnelle Linkskurve. Wir kommen aufs Gras und auf den Curb und aufs Kies. Wir sind im Kies und somit hat unser Teamkollege uns wieder überholt. Runde 7.
Es geht für uns in die Box rein, denn unsere Intermediates hinten, die zwei Reifen, haben schon ungefähr 70%. Und da ist es ja logisch, dass es sehr schwer ist, im Regen zu fahren. Jetzt haben wir neue Inters. Ha Olymp hat uns überholt. Somit sind wir auf den 9. Platz wieder zurückgefallen. Aber so wie es aussieht, bleiben wir auf den 9. Jeff sagt noch ein Boxenstopp. Mal schauen. Runde 9. Unser Teamkollege kommt raus. Wir versuchen ihn außen zu überholen in der Schneckenkurve. Flo mit einer neuen schnellsten Runde. Unser Teamkollege ist innen. Aber hier bin ich auch innen. Ich halte mich da ein bisschen zurück. Aber so wie es aussieht, er auch. Weil trocken Setup und nasse Fahrbahn. Und somit ist er vorne geblieben. Runde 9 in der schnellen Kurve, wo man das Gas dosieren muss. So wie es aussieht, bin ich besser aus der Kurve rausgekommen. Wir sind jetzt auch schneller. Wir bremsen hier ein bisschen später, nutzen hier die Innenbahn. Er kommt außen rum. Er hat ein bisschen bessere Beschleunigung, er kam da besser raus. Wir bremsen und fahren hier innen und somit können wir uns auch vorne halten. Das heißt, jetzt haben wir erstmal freie Fahrt und sind Achter. 11. Runde. Niklas ist an der Box und somit sind wir auf dem 7. Platz und Flo wieder mit einer neuen Runde. Einer neuen schnellsten Runde. 11. Runde immer noch. Olymp in der Box und somit sind wir Sechster. Runde 14. Hier kommen wir aufs Kies raus. Der Niklas, der hinter uns ist, kommt näher dran an uns. Und er versucht jetzt auch einen Angriff zu starten. Und da ist er dran vorbei. Ja, wir versuchen es, Jeff. Bremsen hier spät. Und das wird uns hier zum Verhängnis. Denn Flo klopft von hinten an und will vorbei. Und das schafft er auch. Jawohl. Er ist an uns dran vorbeigefahren. Aber wir sind hier schneller auf der Geraden und können uns gut neben ihn halten. Wir bremsen hier auch ein bisschen später, aber wir bremsen zu spät und somit ist Flo an uns vorbei. Mal gucken, ob wir ihn noch überholen können. Runde 16, wir bremsen hier früh. Flo kommt weit raus und somit sind wir Sechster, weil der Nitro TV an der Box war. Runde 16, das DRS ist wieder aktiviert. Das heißt, wir fahren jetzt an die Box. Gesagt, getan. Wir fahren am Ende der Runde an die Box. Der FLX ist vor uns an der 13. Position. So, keine Strafen. Unser Teamkollege ist auch an der Box. Mal gucken, was für Reifen wir drauf bekommen. Wir bekommen die Softreifen drauf. Und unser Teamkollege muss hinter uns warten. Hoffentlich musste er nicht zu lange warten. Der FLX kommt vor uns raus. Aber das ist ein Überrundungskandidat. Jeff hat gesagt, unser letzter Boxenstopp war das. Niklas an der Box. Und somit sind wir an ihn vorbei. Und an Nitro auch, die noch auf den Intermediates waren, die Runde. Runde 20. Niklas kommt gut raus, beziehungsweise ist schnell auf der Geraden. Jetzt mit DRS setzt sich neben mich. Wir bremsen ungefähr auf gleicher Höhe. Er hat aber die Innenbahn. Nate dann mit der schnellsten Runde. Und somit ist Niklas erstmal an uns vorbei. Fuck you auch mit der schnellsten Runde. Jetzt haben wir aber DRS und probieren es auf Start und Ziel. Wir bremsen hier früher
Oh, wir versuchen es innen dran vorbei. Oh, da steche ich zurück. Jetzt versuchen wir es von der Seite. Ich stupse ihn an, drehe ihn fast. Und jetzt sind wir an Niklas dran vorbeigefahren. Mit der Runde 21. Runde 24, Gammeljochen an der Box. Die Ultrasoft haben doch nicht so lange gehalten. Und jetzt müssen wir noch 4 Runden durchhalten, bis das Rennen auch beendet ist. Hoffentlich bleiben wir vorne. Runde 27, Start und Ziel. Die letzte Runde ist angebrochen. Und jetzt habe ich mir nur so gedacht, wir sind auf Platz 4. Es ist die letzte Runde. Jetzt push, 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 damit du als Vierter ins Ziel kommst. Max hat dieses Rennen gewonnen. Glückwunsch an Max. NateStar wird Dritter. Und wir fahren jetzt zur letzten Kurve hin. Bremsen. Drehen uns fast. Da ist die karierte Flagge. Und wir sind Vierter vom 16. Platz auf den 4. Platz vorgefahren. Wir haben 12 Plätze gewonnen. Mensch, ich hätte nicht mit der Leistung gerechnet, dass ich so gut bin. Und da ist das Siegerpodest. Da sind die ersten drei und feiern jetzt, dass sie auf dem Podium gelandet sind. Der Max, wie gesagt, auf Platz 1, der NateStar auf Platz 3 und wer auf Platz 2 gefahren ist, das werden wir hier gleich sehen, wenn die Siegerehrung vorbei ist. Ich bin mal gespannt. Schwarzbild erstmal. Jetzt bekommen wir erstmal unsere 37.000 Punkte und das bringt uns auf Rang 14. Und hier sehen wir es. Der Fakio ist Zweiter geworden. Und somit würde ich sagen, ihr seht das Endergebnis. Wenn euch der Part hier gefallen hat, dann gebt den doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Es würde mich sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.